Herz hängt an der Leine. Ihr hört Radio Leine Herz 106.5. Wortspiel, das Magazin für Hörstücke der besonderen Art. Mit Dirk Heinrich und Markus Stengelin. Einen schönen Sonntagabend wünsche ich euch. Hallo, den wünsche ich auch. Hier ist Grimwald mit Stone. Schön, dass ihr mit dabei seid. Radio Leine Herz 106.5, Wortspiel am Sonntagabend hört ihr. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Joachim Ziebe vom Konfuzius-Institut Frankfurt hat sein erstes Hörspiel veröffentlicht. Gleich spreche ich noch mit ihm im Interview mit Ciao Ciao, das chinesische Gespenst, veröffentlicht das Konfuzius-Institut Frankfurt am 14.07. anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums nun erstmals ein eigenes Hörspiel, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen in seinen gespenstischen Bann zieht. Das chinesische Gespenst Ciao Ciao staunt nicht schlecht. Nicht nur wird es nach vielen Jahren endlich aus seiner Urne befreit, es findet sich auch noch an einem gänzlich unbekannten Ort wieder im Frankfurter Senckenberg-Museum, sorgt seine Anwesenheit für allerlei Trubel. Und es kommt noch schlimmer, denn noch ahnt Ciao Ciao nicht, dass ein gefährlicher Widersacher ihm bereits dicht auf den Fersen ist. Joachim Ziebe sind hier einige Geniestreiche gelungen, ein sattes Sprecherensemble zum einen, ein Hörspiel mit der Crème de la Crème der Hörspielkunst, Santiago Ziesma als Gespenst Ciao Ciao, sowie Jürgen Thormann, Christian Rode und Helmut Winkelmann und Matthias Keller, bekannt als Erzähler und Kommissar Tappert von der Ferienbande. Ein Gastauftritt haben Sven Buchholz und Kai Schwind als ihre Alter Egos Bernd und Baul. Hier sind sie Mitarbeiter des Museums, ein origineller Gastauftritt. Nächster Schachzug, Joachim Ziebe spricht selbst eine Rolle, verständlich, denn seine Stimme plus sein Schauspiel passen gut ins Hörspiel. Dazu übernimmt er auch die Regie und das mit Bravour. Sämtliche Sprecher klingen im Hörspiel gut, die Stimmen passen zu den Charakteren und die Mitwirkenden agieren in ihren Rollen ausgezeichnet. Ciao, ciao, Produzent Joachim Ziebe gelingt es gleich, die Aufmerksamkeit des Hörers auf die Geschichte zu lenken und den Spannungsbogen beizubehalten bis zum Schluss. Eine kurzweilige Produktion von 52 Minuten und 30 Sekunden. Und abgerundet wird die Produktion durch ein gutes Sounddesign von Joachim Ziebe zusammen mit Hans-Peter Stoll. Also ein sehr gelungenes Hörspiel, das mir beim Hören viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, es gibt demnächst weitere Hörspiele von ihm. Gleich ist er bei uns im Interview hier bei Radio Leine Herz 106.5 Wortspiel, das Hörspielmagazin am Sonntagabend. Wie gesagt, gleich Joachim Ziebe bei mir am Telefon. Vorher hören wir noch einen Ausschnitt aus Ciao Ciao, das chinesische Gespenst. Viel Spaß. Wurde Maya, Zemehui. Oh, mein Rücken. Bei meinen Vorfahren. Wie kann denn das sein? Ich bin endlich wieder frei. Nach so langer Zeit. Wo bin ich denn hier gelandet? Und was mache ich hier? Das will ich dir gerne erklären. Ah, ja, Sivola. Hast du mich aber erschreckt. Ist eigentlich gar nicht meine Art. Herzlich willkommen im Senckenberg-Museum in Frankfurt. Ich bin Oswald, das Museumsgespenst. Und du bist hier, um mein Nachfolger zu werden. Angenehm. Ciao, ciao, mein Name. Aber Museumsgespenst in Frankfurt? Nachfolger? Ich verstehe gar nichts. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Frankfurt liegt in Deutschland so viel vorweg. Und ich bin hier seit nunmehr 103,5 Jahren ortsansässig. Schön ist es hier, aber mich hat's Fernweh gepackt. Ich möchte mal wieder ein paar Jahrzehnte herumgeistern, Verwandte besuchen, vielleicht einen Kuraufenthalt in Darmstadt in der Grube Messel unternehmen. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, wie das offizielle Spukregelwerk des Internationalen Verbandes für Geister, Gespenster und andere Spukgestalten aller Art e.V. festlegt, muss eine Geistererscheinung, die ihre Mindestspukdauer in einem Gebäude, nämlich 103,5 Jahre, abgeleistet hat und gerne weiterziehen möchte, einen Nachmieter, also einen Nachfolger ernennen, der ihren Platz einnimmt. Aha. Ansonsten wird das Gebäude hier nämlich für lange Zeit unbespukbar und es gäbe dann großen Ärger. So, so. Und weiter? Naja, und da es hier bald eine China-Ausstellung geben wird, dachte ich mir, da passt doch ein chinesisches Gespenst außerordentlich gut. Also habe ich mich mit meinem italienischen Cousin Sergio in Verbindung gesetzt. Deinem italienischen Cousin? Oh, bist ein ganz schlauer, was? Ja. Genau das sagte ich doch gerade. Mit meinem italienischen Cousin Sergio. Der ist, Achtung, ein ortsungebundenes, wanderndes Gespenst und hat überall in der Welt seine Kontakte und Verbindungen. Und von ein paar kleinen chinesischen Nachtmaren hat er von diesem Tempel erfahren, aus dem er dich dann... Welche Nachbarn denn? Nachtmaren, nicht Nachbarn. Das sind Albtraumgeister.
ist auch egal. Sergio hat einen günstigen Moment abgewartet und schwupp, schon schwebte eine Urne davon. Und der Tempelwächter, so ein Kerl in komischer gelber Kutte mit Hut, der hat nichts gemerkt. Tja, das war dieser gemeine, fiese Taoist, der mich vor über 30 Jahren in meiner geliebten Urne eingesperrt hat. Radio Leineherz, 106.5 Wortspiel am Sonntagabend. Am Telefon ist jetzt Joachim Ziebe vom Konfuzius-Institut Frankfurt. Ich grüße dich, Joachim. Bitte verrate uns erst einmal ein wenig über das Konfuzius-Institut. Was machst du da genau und was macht das Institut? Ja, also hallo erstmal Dirk. Konfuzius-Institut ist ein Institut für die Vermittlung der chinesischen Sprache und Kultur. Das heißt, man kann also tatsächlich die Sprache bei uns lernen. Es gibt reichlich Kulturangebot in vielerlei Hinsicht, in vielen Aspekten. Insgesamt gibt es in Deutschland, wenn ich mich recht besinne, momentan 18 Konfuzius-Institute über die ganze Bundesrepublik verteilt, die alle ja einen ähnlichen Vermittlungsauftrag haben, aber alle auch unabhängig voneinander ihr Programm gestalten, sowohl das Sprachkursprogramm als auch das Veranstaltungsprogramm. Und ich kümmere mich hier im Haus maßgeblich um das Sprachkursprogramm. Das heißt, ich plane das alles, ich suche Lehrer, ich stehe im direkten Kundenkontakt. Ich betreue darüber hinaus noch unsere Homepage, die gestalte ich also komplett. Bin ein bisschen noch im Bereich der Social Media, also Facebook, mit tätig. Dann ist ein großer Punkt auch die Prüfungsorganisation. Wir bieten zweimal jährlich die sogenannte HSK-Prüfung an. Das ist eine standardisierte Chinesisch-Sprachprüfung, eben zum Nachweis von Chinesisch-Sprachkenntnissen. Das ist immer relativ viel Aufwand, machen wir zweimal jährlich. Das betreue ich. Ja, und darüber hinaus noch alles, was so anfällt. Veranstaltungsmoderation noch viel und seit kurzem jetzt auch den Hörspielsektor. Etwas außergewöhnlich, aber das haben wir jetzt auch. In Hannover gibt es auch ein Konfuzius-Institut. Wenn ich da jetzt hingehe, Joachim, und möchte gerne Chinesisch lernen, ja, besonders die Schriftzeichen, das stelle ich mir besonders schwierig vor, aber die Aussprache, die ist ja auch nicht viel einfacher, oder? Das ist soweit richtig. Das sind auch so die Aspekte, die viele Interessenten erstmal abschrecken, ja, weil sie wirklich glauben, also mich mit dieser Schrift noch auseinanderzusetzen und dann auch die Aussprache, es ist ja eine tonale Aussprache, das heißt, die Art und Weise, wie ich eine Silbe betone, kann letztlich entscheiden über den Sinn des Ganzen. Das schreckt viele ab, aber ich kann da immer so ein bisschen Entwarnung geben. Wer wirklich interessiert ist und wer sich dem mit einem gewissen Zeitaufwand auch widmen möchte, schafft das in der Regel ganz gut. Wir bieten diesbezüglich immer sogenannte Schnupperkurse an, in denen ich dann, das mache ich auch, immer mal dann informiere, wie sieht diese Sprache eigentlich aus, wie ist sie grammatikalisch aufgebaut, welche Besonderheiten gibt es. Man kann Chinesisch ganz schön anfangs auch lernen, indem man sich erstmal auf die gesprochene Sprache konzentriert und sich in die Schriftzeichen erst so peu à peu reinarbeitet. Also man muss sich nicht immer gleich den ganzen Block auf einmal vornehmen. Das funktioniert also in der Regel wunderbar und ja, haben wir eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht. Man darf die Schriftzeichen nicht ganz außen vor lassen. Also die werden später dann schon auch wichtig, aber auch das ist alles eine Frage der Gewöhnung. Jetzt hast du dein erstes Hörspiel produziert. Es heißt Tiao Tiao, das chinesische Gespenst. Wie kam es dazu und wie bist du auf die Idee für die Geschichte überhaupt gekommen? Und welche Vorgaben gab es vom Institut? Es gab gar keine Vorgaben. Das war eine sehr spontane Idee. Wir setzen uns hier im Team immer mal wieder zusammen und überlegen, welche Besonderheiten wir herausbringen könnten, welche schönen, zumeist sind es Giveaways, also kleine Geschenkartikel, die so ein bisschen individuell sind, die uns auch so ein bisschen von anderen Konfuzius-Instituten abheben. Da ist natürlich jeder bemüht, etwas zu machen, was andere vielleicht nicht machen. Und wir hatten an jenem Tag hier, glaube ich, ein Brettspiel herumstehen, wo meine Chefin dann die Frage aufwarf, können wir nicht mal ein Brettspiel machen? Und da habe ich gesagt, ah, das ist gar nicht so einfach. Aber dann war die Idee sehr schnell geboren, da ich lange Jahre seit der Kindheit großer Hörspiel-Fan und Anhänger bin. Lasst uns doch ein Kinderhörspiel machen. Das ist doch mal was ganz Besonderes, so ein bisschen mit einem kulturellen Hintergrund, unterhaltsam, aber auch kulturell geprägt, mit China-Bezug, was vielleicht andere einfach so nicht haben. Und da war dann diese Idee geboren, ein Hörspiel rauszubringen.
Und das haben wir dann auch gemacht. Da wurde ich dann gefragt, kannst du das denn auch schreiben? Kannst du das Ganze betreuen? Da habe ich gesagt, ja, das traue ich mir zu. Ich habe zum Glück so ein paar Kontakte in der Hörspielszene, die jetzt durch diese Produktion nochmal verintensiviert und ausgeweitet wurden. Und dann nahm das so seinen Lauf. Bitte erzähl uns noch kurz, wie es war, das Skript zu Ciao, Ciao zu schreiben. Ja, und wie letztendlich die Aufnahmen zum Hörspiel entstanden sind. Das Skript zu schreiben war eine sehr interessante Erfahrung. Ich muss dazu sagen, das war mein erstes Hörspielskript. Und es lief fast von selbst. Also ich habe seit meiner frühen Jugend oder seit der Kindheit eine große Affinität zu Gespenstergeschichten, Gruselgeschichten, aber speziell auch als Kind haben mir wirklich Gespenstergeschichten wie Huibu oder Schubidu immer sehr gut gefallen. Besonders geprägt hat mich in der Hinsicht eine Serie, die leider viel zu wenig bekannt ist, die wenige Leute kennen, Mitternachtsparty mit Hugo dem Schlossgespenst, die auf einem Brettspiel von Wolfgang Kramer fußt, im Ravensburger Verlag 1989, ist das Spiel erschienen, kurz darauf dann im Karussell Verlag die Hörspielserie, und mir schwebte bei Ciao Ciao direkt vor, auch irgendwas Ähnliches zu machen. Also das hat mich immer sehr inspiriert, eine Gespenstergeschichte, und da habe ich mich dann ein bisschen dran orientiert, wollte aber natürlich was Eigenes kreieren und bin dann auf die Idee gekommen, also ein chinesisches Gespenst aufzugreifen, habe diese Geschichte dann hier im Senckenberg-Museum in Frankfurt angesiedelt. Die fand das eigentlich auch ganz toll. Also wir haben so ein bisschen einen Lokalkolorit hier reingebracht und irgendwie hat sich das dann relativ schnell von selbst geschrieben. Es ging also recht zügig. Die Aufnahmen sind dann in Berlin und hier in Offenbach getätigt worden. In Berlin bin ich über ein Tonstudio, also ich wusste relativ schnell, wen ich gerne als chinesisches Gespenst haben möchte. Das ist der Santiago Ziesmer, den ja viele als SpongeBob Schwammkopf oder Steve Urkel aus der 90er-Jahres-Sitcom Alle unter einem Dach kennen. Den wollte ich gern haben und bin dann über das Tonstudio, was auch Sprecheragentur ist, die Mediapartner in Berlin gegangen, und die waren gleich super freundlich, haben mir sofort Unterstützung zugesagt, mir Santiagos Kontaktdaten gegeben. Und die beiden anderen Sprecher, die wir in Berlin aufgenommen haben, Christian Rohde und Jürgen Thormann, sind dort auch sehr gut bekannt, sodass wir gesagt haben, komm, wir finden einen gemeinsamen Termin. Ich fahre nach Berlin, führe dort die Regie, und wir haben das dann alles an einem Tag dort aufgenommen. Die anderen Aufnahmen waren dann hier in Offenbach, denn glücklicherweise ist sozusagen die andere Hälfte des Casts hier im Frankfurter Raum ansässig, sodass wir auch das dann an einem Tag im Voxover-Studio bei Markus Löhr in Offenbach aufnehmen konnten. Ja, zwei großartige, sehr, sehr spannende Aufnahmesessions, und dann durfte ich mich an den Dialogschnitt machen. Interessant fand ich, dass du es so gut umgesetzt hast, dass es zum einen für Kinder natürlich konzipiert ist, aber durchaus auch für Erwachsene ein interessantes, kurzweiliges Hörspiel ist. Als du die Rollen besetzt hast, wie bist du da überhaupt auf die Sprecher gekommen? Das hast du uns ja schon gesagt, über die Agentur. Aber was fasziniert dich an ihnen bzw. an ihren Stimmen? Ja, das war eigentlich ein Wunschkonzert. Das war ganz interessant. Ich habe mich irgendwann wirklich angefangen zu fragen, wo der Haken ist. Denn es haben wirklich alle Sprecher, die ich mir gewünscht habe, sofort zugesagt. Ich hatte einige Favoriten im Hinterkopf, von denen ich einfach gesagt habe, Mensch, wenn du mal die Möglichkeit hast, ein eigenes Hörspiel zu konzipieren, dann möchtest du mit denen zusammenarbeiten. Da waren ganz klar dabei Christian Rohde, den ich auch aus Hörspielen meiner Kindheit und auch aus aktuellen Produktionen kenne, sehr, sehr schätze, der ein unglaubliches Charisma ausstrahlt mit seiner Stimme, den ich über einen privaten Kontakt kennengelernt habe, über Hans-Peter Stoll, der das Ding mit mir auch produziert hat. Der hat mir da den Kontakt gegeben. Jürgen Thormann, gleiches Spiel, ein großes Idol, ein Grand Seigneur des Sprechens in der Hörspielszene. Also den mal zu kriegen, war ein großer Traum. Auf der anderen Seite waren auch einige jüngere Sprecher dabei. Matthias Keller, der bei uns den Erzähler gemacht hat, den ich von der Ferienbande maßgeblich kenne, unheimlich schätze, weil er ein unglaublich guter Erzähler ist. Also dem hört man wirklich unfassbar gerne zu. Henny Nachtsheim, die Idee kam sehr spontan auf, als ich dann dieses bisherige Senckenberg-Gespenst Oswald konzipiert habe, das so ein bisschen Schlappmaul ist und viel babbelt. Und es war klar, wenn das hier in Hessen spielt, dann muss das Henny Nachtsheim sein, den ich irgendwie auch seit über 10 Jahren schon ganz gut kenne und der sich auch sofort bereit erklärt hat,
das zu machen. Santiago Ziesmer auch klar, dass das chinesische Gespenst Tiao Tiao hat sofort sein Mitwirken zugesagt. Das war also ganz, ganz toll. Und auch Helmut Winkelmann, den viele noch auf den alten Tonstudio Braun-Kassetten als John Sinclair kennen, war auch einfach ein Wunschkandidat. Ist hier in Bad Vilbel ansässig bei uns bei Frankfurt und den habe ich einfach angerufen und er hat auch sofort gesagt, ja klar, mache ich mit. Wunderbar, wenn ich das gerade noch erwähnen darf, sind auch die kleinen, aber sehr feinen Gastauftritte der Ferienbande Sven Buchholz und Kai Schwind, die also auch in ihren Alter Egos in den Ferienbande-Rollen einen kurzen Auftritt haben, sofort zugesagt haben, sofort ihren Part aufgenommen haben in Variationen und mir unglaublich viel Material zum Schneiden dargeboten haben. Also es ist eine ganz wunderbare Zusammenarbeit gewesen. Ja, du hast ja auch auf dem Hörspiel gesprochen. Welche Rolle hast du übernommen und wie war das für dich? Ich habe die Rolle des taoistischen Gehilfen, also der Taoist, das ist ja sozusagen ja ein taoistischer Priester, der also auch Geisterjäger ist und dem ja die Urne mit Tiao Tiao darin gestohlen wurde und der natürlich alles daran setzt, diese Urne wieder zurückzubekommen. Ich habe den Gehilfen von diesem Taoisten gesprochen. Ich habe selbst keine Sprecherausbildung, habe mich aber in dem Bereich schon in Form einiger Seminare weitergebildet und würde sagen, dass zumindest ein gewisses natürliches Grundtalent da ist, sodass ich gesagt habe, ich traue mir das zu, ich spreche eine kleine Rolle selber, habe aber allen Produzenten und Sprechern auch gesagt, wenn ihr den Eindruck habt, das fällt zu sehr aus der Rolle im Vergleich zu den professionellen Sprechern, sagt mir das bitte, dann besetzen wir das anders. Diese Resonanz habe ich nicht bekommen, es haben alle gesagt, es ist wunderbar, mach das, ja, und da habe ich mich dann einfach mal getraut und wurde in der Tat auch liebend gern von Christian Rode direkt gecoacht, der ja auch in Berlin eine eigene Sprecherschule hat. Also wir waren die einzigen beiden, die wirklich zusammen im Studio vor dem Mikrofon standen, gemeinsam eingesprochen haben und Christian hat mir mit einer unheimlichen Geduld und mit einem unheimlichen Spaß zur Seite gestanden. Das rechne ich ihm also sehr, sehr hoch an. Das war eine ganz tolle Erfahrung, denn natürlich, wenn man nicht wie du täglich vom Mikrofon steht, dann ist das immer eine gewisse Anspannungssituation. Ja, vielen Dank, Joachim Ziebe, Hörspielproduzent und Leiter der Sprachkursorganisation des Konfuzius-Instituts Frankfurt am Main. Vor kurzem ist sein Debüthörspiel Tiao Tiao, das chinesische Gespenst, erschienen.